Hallo Leute und willkommen zurück bei Emily's Christmas Carol. Wir sind jetzt in Marys Spielzeugladen und das Kapitel ist nicht besonders leicht, das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Ich werde aber jetzt Level 41 nochmal nachholen, um dort den dritten Stern zu bekommen. Stimmt, wir können es ja nicht überspringen. Ich erinnere mich. Ja, gut. Ich werde jetzt nicht darauf achten, die Aufgabe zu erfüllen. Ich muss auch den Karl nicht mehr finden. Wichtig ist nur, dass wir den dritten Stern bekommen und das sollte jetzt auch eigentlich kein Problem sein. So, dann singt da nochmal schön euer Liedchen zu Ende, ihr lieben Sternsinger, damit wir hier auch gleich direkt loslegen können. Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass ich am Anfang dieser Folge bzw. dieser kompletten Aufnahme auch das Level hier nochmal spiele, denn es wird ja nicht leichter. So, jetzt können wir es überspringen. Können wir uns denn was kaufen? Oh, wir haben jetzt lila Farbe. Stimmt. Stimmt, stimmt. Und bediene drei Kinder hintereinander. Okay, also das müssen wir jetzt nicht erfüllen. Uns geht es, wie gesagt, nur um die drei Sterne. Das ist jetzt gerade das Wichtigste. So, du möchtest das hier und das Pferdchen. Da kommt auch schon die nette Omi. Ich denke, ich kassiere aber direkt, da musst du da jetzt nicht ewig warten. So, ich würde gerne wissen, jetzt habe ich kurz Zeit, ist es das Maximum? 6 und bei der Puppe? Achso, mehr ist jetzt gar nicht drauf, okay. Ja, ich denke, jetzt am Anfang ist 6 bestimmt noch das Maximum. Du bekommst 2 Footbälle, immer noch dieses Football, Bälle, Footballs, whatever. So, dich lasse ich kurz einen Moment stehen. Du bekommst dann 2-mal die Puppe, bitteschön. Dann können wir hier zusammen kassieren. 1275 Punkte brauchen wir. Okay. Das sollten wir doch jetzt locker hinbekommen. So, was möchtest du, mein Lieber? Ich glaube, ich bleibe direkt mal hier stehen. Falls du zufällig... Oh, da ist der Karl. Falls du zufällig das Pferd möchtest, das wäre ganz schön, dann bin ich nämlich direkt hier oben. Aber du brauchst schon ewig, um dich zu entscheiden, ne? Du möchtest das Pferd und die Farbe. Alles klar. So, das geht ja fix. Das geht ja echt fix. So, du bist dann auch soweit. Du bekommst das hier, das geht auch relativ schnell. Bitteschön. Dann würde ich sagen, können wir hier direkt schon mal wieder auffüllen. Genau, das füllen wir auf, das füllen wir auf. Nehmen dann 2 davon mit. Schnappen uns ganz schnell das Pferd, das bekommt ihr. Ich lasse sie noch mal ein bisschen stehen. Gehe nämlich erst da oben aufräumen. In der Hoffnung, dass wir da jetzt eine schöne Kombo haben. Pass mal auf, ich nehme das mal mit. Falls er das zufällig haben möchte. Ja, möchte er sogar. Wow, gar nicht so blöde. Und sie hat jetzt noch kein Herz verloren. Das ist auch gut. So, Tablett wieder leer und ein paar Punkte gesammelt. Die beiden sind für dich, bitteschön. Ich hätte gerne noch... Stopp, 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 stopp. Ich hätte gerne noch hier ein paar. So, wir füllen auf. Puppe ist auch aufgefüllt. Super. Dann kannst du hier mal bitte kassieren. Ach, beziehungsweise aufräumen. Nicht kassieren, was erzähle ich hier. So, 2 davon. Ich finde es nach wie vor so süß, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Wie die hier gerade so über die Theke gucken können. Das ist so putzig. So, du bekommst die Puppe und auch das Pferdchen. Alles klar. Ja, schaut mal, wir sind jetzt bei der Hälfte der Zeit und haben schon... Ich kassiere mal eben. Und haben schon den ersten Stern. Was wollt ihr? Ihr wollt auch das Pferdchen? Okay. Das ist echt ganz gut so. Ich glaube, so werde ich das auch weiterhin machen. Ich war da am Anfang noch ein bisschen verpeilt. Da habe ich das ja oftmals so gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich habe bestimmte Level nicht geschafft oder ich schaffe sie nicht, ist mir aufgefallen, dann habe ich ja direkt neu gestartet. Das ist eigentlich ziemlich dumm, denn ich kann es besser so machen, dass ich erstmal zum Beispiel die Aufgabe erfülle. Das kann dann sein, dass ich das hinbekomme, aber trotzdem nicht auf die 3 Sterne komme. Und dass ich das Ganze... Wow, das hat jetzt sogar mit Glück noch so nebenbei geklappt. Ja, dass ich dann zum Beispiel erst die Aufgabe erfülle und mich gar nicht um die Sterne kümmere und beim nächsten Mal dann einfach nur die Sterne mache. Das ist viel klüger eigentlich, weil es klappt ja jetzt ohne Probleme. Das wird jetzt hier ohne Probleme so weitergehen und dann haben wir den dritten Stern. So, bitteschön, dann bekommst du... Ne, wir kassieren erstmal. Schnappen wir uns das... Oh, euch zwei habe ich leider übersehen, sonst hätte ich direkt die Puppe auf dem Weg mitgebracht. Es tut mir leid. So, bei dir kassieren wir, dir bringen wir, beziehungsweise euch bringen wir die Puppen, machen wir eine zu viel. So, bitteschön, was möchtest du? Du möchtest das Pferd und die Puppe, dann müssen wir auch gleich direkt schon wieder auffüllen. So, ich werde hier aber eben fix kassieren. So, der Zug ist gerade, da ist er. Wie ist das eigentlich? Kann ich den so anhalten? Pass mal auf, wir füllen mal eben kurz auf. Dann bekommst du 2 davon, alles klar, dann wird hier gleich noch aufgeräumt. So, du möchtest... Ach Gottchen, du möchtest auch 2. Ja gut, das machen wir noch eben. Obwohl da jetzt noch ein Kind hintersteht, ne? Was auch bezahlen möchte. Egal, wir machen das erstmal so. Dann schnappen wir uns das. Es ist ja gerade auch niemand da, der sich an den Tisch setzen möchte. Oh, oh, da kommen sie. Ich hab's... Ah ne, die setzen sich hier unten hin. Ich wollte gerade sagen. Hab's gerade noch gesagt und dann kommen die Kinder. Ja, Leute, wir haben den dritten Stern. So easy kann es sein, ne?
So easy kann es echt sein. Ja, ja, da brauchst du gar kein Herz verlieren. Das kriegen wir schon locker hin. So, ihr möchtet einmal die Farbe und zweimal das Pferdchen. Okay, okay. So, packen wir das ein. Bitteschön. Und du möchtest zweimal den Ball. Bitteschön. Volleyball freigeschaltet. Ah, okay. Interessant. Müssen wir hier Puppe oder was auffüllen? Nee, ne? Das wird hoffentlich noch passen. Entscheide dich, entscheide dich. Du möchtest Pferd und Farbe. Und wenn sie sich jetzt auch noch entscheidet, könnte ich eventuell direkt auf dem Weg was holen, aber sie möchte das hier. Ja, damit haben wir es geschafft. Wow, wow. 300, nee, 500 Punkte mehr, als wir eigentlich bräuchten. Ist doch ganz cool. So, dann können wir jetzt weitermachen. Das hat jetzt auch nicht so lange gedauert, ne? Paar Minütchen. So, was können wir uns leisten? 350, 350. Das ist doch die Amanda, ne? Klicke auf die Eisenbahn, damit der Zug eine Sekunde lang schneller fährt. Ja, ich weiß nicht. Dank der Kraft des Engels verdienst du für jede Kombo mehr Punkte. Wir kaufen erstmal das hier. Wie wäre es mit einem tollen Tuff-Tuff-Zug, Bradley? Langweilig. Also gut, vielleicht dann ein Tretauto aus als Holz? Wahrscheinlich aus Holz. Ich habe schon vier, okay? Bradley, wo sind die neuen Skihandschuhe, die wir dir gekauft haben? Woher zum Kuckuck soll ich das denn wissen? Die waren sehr teuer. Na und? Kauf doch einfach noch ein paar. Eieiei, und wir dachten schon, Paige wäre schlimm. Es gibt immer einen. Ja, ja, wir dachten schon, Paige wäre schlimm. Aber nein, lass niemals nur eine Person auf einmal bezahlen. Okay, ich gebe mein Bestes, dass wir das auch echt hinbekommen. So, und hier bekommen wir dann mehr Kombos, ne? So war das doch jetzt mit den Engelchen, also mehr Punkte für die Kombos. Nie eine Person auf einmal bezahlen lassen. Okay, gut. Muss ich wirklich ein bisschen darauf achten, dass ich nicht aus Versehen draufklicke, wenn ich hier ein bisschen in Stress gerate. Was möchtest du? Entscheide dich. Entscheide dich bitte. Entscheide dich bitte schnell. Du möchtest einmal den Wichtel. Eieiei. 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 Stopp. Stopp, stopp. Ich hab den falsch. Du möchtest den Wichtel mit denen hier. Alles klar. Wow. Nein, nein, ich habe den falschen genommen. Ja, ja, nochmal, klar. Also wenn ich ganz am Anfang bin, dann werde ich auch nach wie vor direkt nochmal neu starten. Eieiei, ich habe es gerade auch im letzten Moment gesehen, dass hier jetzt neue Räder sind, aber gut. So, dann bekommen wir das jetzt hoffentlich hin. Was möchtest du? Du möchtest das Pferd und die Farbe, okay. So, und zwar das Pferd mit den roten Rädern. Oh Gott, das wird ja krass. Dann kommen hier noch zwei Waggons dazu. Und dann noch eine andere Radfarbe. Wow. Wow. Okay. So, entscheide dich. Sonst verliert sie hier nämlich einige Herzen. Bitteschön. So. Dann darf ich auch echt nicht zu schnell klicken, ne? Dann muss ich wirklich drauf achten. Karl, ich habe dich gehört, aber ich sehe dich leider nicht. Ach. Ach, jetzt kapiere ich. Ach so. Hä? Nee. Wichtel auf Pferd. Ja, habe ich doch gerade auch gemacht. Was? Wichtel? Pferd. Rollen. Plus? Rollen. Ach. Ach, alles klar. Ja, natürlich. Das machen wir jetzt wieder nochmal. Ja. Okay. Also, zwei Rollen drunter. Man kann den Wichtel auf das Pferd setzen. Also es ist jetzt nicht nur der Unterschied, also es ist jetzt nicht nur so Pferd und Karren oder Wichtel und Karren. Nein, es ist jetzt Wichtel auf Pferd mit zweimal Rollen. So, alles klar. So, bitteschön, dann warten wir direkt. Okay, wenn man es einmal weiß, dann ist das kein Problem. So, was möchtest du? Komm, entscheide dich und möchte bitte was von hier unten. Das wäre total toll. Du möchtest den Ball und Pferd, Wagen und einmal die roten Rollen. Wow, krasse Sache. So, jetzt können wir kassieren. Wir nehmen die Puppe mit. Ich habe auch den Karl gehört. Aber da kann ich gerade nicht gucken. So und so. Oh Mann. Oh Mann. Alles klar. Gut. Und bloß nicht kassieren, wenn hier eine Person steht. So wie bei dir jetzt zum Beispiel. Okay, okay. So, schön warten. In der Zwischenzeit kann man dann immer gucken, ob der Karl hier gerade irgendwo ist.
sein Unwesen treibt. So, bitteschön, das ist für euch. Da wird aufgeräumt. Dann könnten... Nein, ich habe aus Versehen... Nein. Nein, 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 nein. Ich habe auch... Ja, sie stand dahinter. Die andere... Nein, die andere hat sich davor gestellt. Nein. Ach komm, jetzt ist aber gut. Spielen. Jetzt ist aber echt gut. Die andere hat sich da vorgestellt. Wisst ihr, ich wollte gerade klicken, weil ich ja gesehen habe, die ist von hier unten runtergegangen. Und dann habe ich geklickt und dann habe ich die Maus das nicht mehr losgelassen, weil ich dachte, sie läuft dahin und sie ist auch dahin gelaufen. Manu. Manu, so jetzt aber. Machen wir heute vielleicht mal so 5 Minütchen oder so extra. Also noch ein extra Level hinten dran, weil das andere kanntet ihr jetzt schon und das starte ich gerade zum 4. Mal neu. Okay, so jetzt komm, entscheidet euch auch bitte. Er verliert schon Herz. Du möchtest die Puppe und das Pferd im Wagen mit dem Dingen hier. Okay. Er hat schon Herz verloren. Manu. So, dann bekommt ihr das. Wichtel auf Pferd, 2 Rollen. Bitteschön. So, jetzt aber. Ich habe wieder eine Maus gehört. Karl, ich sehe dich hier nicht. Es tut mir leid. Hier ist so viel los. Du bekommst 2-mal den Wichtel im Karren. Alles klar. So. Also Karren ist immer nur ein Rad. So. Und Pferd ist immer 2. Eigentlich logisch. So, jetzt nicht klicken. Wir räumen jetzt hier erst ganz in Ruhe auf. Wir räumen ganz in Ruhe auf. So, 2 Puppen für dich. Bitteschön. So, ich weiß, da steht noch jemand hinter. Wir kassieren. So, er möchte bezahlen. Du musst aber einen Moment warten, denn wir schnappen uns erstmal den Wichtel. Und dann noch die Farbe. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Bitteschön. Erst abgeben, dann klicken. Dann sauber machen. So, dann haben wir einmal... Oh Gott, wir müssen Puppe nachliefern. Puppe, 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 Puppe. Dann nehmen wir einmal die Puppe. Einmal die Farbe. Da will nämlich schon der Nächste. Einmal die Farbe. Einmal Wichtel im Karren. Und einmal Wichtel... Karl, ich habe dich gehört. Ich kann nicht gucken. Es tut mir leid. Das und das. Das ist für dich. Dann noch einmal den Wichtel im Karren mit Puppe für dich. Okay. So, er wird schon wütend, ist mir egal, das ist für dich. Haben wir eine Dreier-Kombo, alles klar. So, auffüllen, Puppe auffüllen, genau. Sehr schön, haben wir wieder 6, 7, davon haben wir 9. Okay, da haben wir mittlerweile ein großes Lager. Hier wird abgewischt. Dann möchtest du bezahlen, du bekommst Wichtel auf Pferd, bitte sehr. Jetzt läuft es ein kleines bisschen besser. So, dann können wir jetzt kassieren, nehmen den hier mit. Schnappen uns das Pferd im Wagen mit einem Rad. So, sehr schön. Wir haben Karl noch nicht gefunden. Wir haben den Karl noch nicht gefunden. Ich darf noch nicht kassieren. Was sagen die Punkte? Ja, sieht so mittelmäßig aus, glaube ich. So, das ist dann für dich. Wir müssten gleich irgendwann die Puppe auffüllen. So, jetzt müssen wir aber erstmal kassieren. Nehmen den Ball mit, schnappen uns... Nein, 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 nein. Das, ich hoffe, sie macht es jetzt noch richtig. Hat sie es richtig gemacht? Ich will es hoffen. Wir räumen auf. So, haben nichts mehr auf dem Tablett, alles gut. Jetzt könnte aber der Karl nochmal... Da ist er, dankeschön. Dankeschön, Karl, haben wir dich auch. So, 2-mal das dazu. Dann einmal die Puppe und das für dich. So, alles geritzt. Dreier-Kombo, 2. Stern oder noch nicht? Doch, 2. Stern. Ach, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben nur noch 2 Puppen. Bedeutet, wir müssen gleich mal eben den Zug anhalten. Aber erstmal nehmen wir das Pferd mit. 1, 2. Plus den Ball. Bitteschön. Dann schnappen wir uns auch direkt nochmal kurz die Farbe. Dann muss der erste Junge da leider ein kleines bisschen warten. So, haben wir aber eine Dreier-Kombo. Rudi freigeschaltet. Ach, süß. So, Zug, bleib hier. Bleib bloß hier. Wir füllen ein bisschen auf. So, nehmen das mit, nehmen das mit. Schnappen uns den Wichtel auf dem Pferd. So, und schnappen uns dann den Wichtel in der Karre. Schön, das ist für dich. Ja gut, hat ja jetzt doch noch ganz gut geklappt, ne? Erst ein bisschen Verwirrung und ein bisschen was Neues am Anfang. Aber jetzt läuft es doch ganz gut. Karl haben wir auch gefunden. Passt doch alles. 3. Stern haben wir jetzt erreicht. Supi. So, dann ist das für euch. Aber wir müssen trotzdem dran denken. Oh, das wird schwierig. Stimmt, Leute, fällt mir gerade ein. Wir müssen daran denken, dass wir am Ende keinen Fehler machen. Also, dass wir am Ende auf jeden Fall noch eine Person da stehen haben, wenn die letzte bezahlt. Daran müssen wir denken. Nicht, dass ich da in allerletzter Sekunde echt noch einen Fehler mache. Das wäre blöd. So, das hier und einmal den Ball. Also, ihr müsst hier alle noch bezahlen. Bedeutet, wir können jetzt schon mal kassieren. So, du möchtest den Ball und das hier. So, Moment, Moment. Ihr möchtet
ihr möchtet alle bezahlen, ne? Ja, dann machen wir es so. Zack. Und jetzt lassen wir die hier gleich zusammen bezahlen. So, können nochmal eben fix hier aufräumen, damit wir auch alles haben. Sehr schön. Und dann bekommst du den Wichtel im Karren. Bitteschön. Ja doch, hat doch jetzt gut funktioniert. So. Juhu, geschärft. Ja. Finde ich gut. Da freut sich die Emily. Papa, warum ist Brad so gemein? Weil er ein verwöhntes Balg ist. Weißt du, das sagen sich jetzt so richtigen, ne? Was François versucht zu sagen ist, was Brad eigentlich braucht, ist sein Freund. Oh. Paige, du kannst dich super mit ihm zusammentun. Ihr passt super zusammen, Brad und du. Immer in Bewegung bleiben, stehe nicht länger als 8 Sekunden still. Eieiei, okay. Gut, 350. Ja, jetzt können wir sie hier kaufen. Genau, klicke auf die Eisenbahn. Gut, okay. Also ich finde, Rudi, schnell vorbereitet. Ich finde, Brad und Paige passen super zusammen. Beide sind, oh, ich sollte laufen. Beide sind auf ihre Art und Weise nervig. Aber gut. So, davon haben wir 6, davon haben wir 6. Alles klar. Muss ich jetzt immer ein bisschen hier klicken, ne? Pferd dazu, so, das dazu. Bitteschön. Und dann können wir im Endeffekt direkt schon kassieren. Ich muss jetzt hier ein bisschen alles abgrasen. Ich weiß ja nicht, wenn ich hier unten klicke, geht sie da nicht hin, ne? Dann müsste ich auf den Tisch hier klicken. Okay, so, entscheidet euch da oben. Macht hinne. Zweimal der Volleyball. Bitteschön, kommt sofort. So, dann gehen wir ganz fix hier hin. Für Punkte brauchen wir 1475. Dann lauf mal fix nach unten. Was möchte der Junge? Was möchtest du mit der grünen Mütze? Zweimal den Rudi, bitteschön. Dann können wir hoffentlich noch einen kleinen Moment warten, wenn sie sich jetzt entscheidet. Zweimal das Pferd im Karren. Bitteschön, dann können wir direkt passieren. Und ihr bekommt einmal den Ball und einmal den Wichtel im Karren. So, als nächstes wird dann hier aufgeräumt. Der da unten muss noch ein bisschen warten. So, schnell nach unten flitzen. Damit wir das auch auf jeden Fall schaffen. So, du bekommst die Farbe. So, und das auch noch dazu. Bitteschön. Dann halten wir ganz fix den Zug an und können hier mal eben kurz auffüllen. So, was stand da gerade? Stand da irgendwas mit Geheimnis? Oder habe ich mir das eingebildet? Also irgendwas tauchte da gerade auf. Ich kann das manchmal gar nicht so schnell lesen. Es geht hier so fix. So, Mary, lauf mal bitte an den Tisch. Dann schnappen wir uns zweimal Rudi, zweimal Ball. Das ist ja noch relativ easy. So, dann flitzen wir hier oben hin. Dann laufen wir einmal rum. Dann bekommst du auch Rudi und den Ball. Und dann würde ich da gleich ganz gerne eine Kombo machen. Bisschen hin und her laufen. Ihr sitzt da jetzt. Komm, entscheide dich, Mädel. Du bekommst den Wichtel und den Rudi. Bitteschön, müssen wir Rudi gleich auffüllen. Oh Mist, er hat schon Herz verloren. Schade, schade. So, Rudi. Stopp, stopp. Ja, Rudi. Rudi bitte auffüllen und das nochmal auffüllen. Und schnell kassieren. Aufräumen. Dann einmal Wichtel im Karren und einmal Pferd im Karren für euch. Ja, das läuft doch auch einigermaßen. 715 Punkte haben wir schon. So, hierhin. Du bekommst das. Das war ein unlogischer Weg, den ich jetzt gegangen bin. Aber macht ja nichts. Hauptsache, ich bin ein bisschen in Bewegung. Und dann geben wir ihm auch noch Zeit, sich für Rudi und die Farbe zu entscheiden. Und können dann eine schöne Kombo machen. So, bitteschön, wir flitzen kurz hier oben hin. Wir flitzen hier hin und räumen auf. Du bekommst zweimal den Rudi. So, dann können wir hier schon kassieren. Rudi und das. Und einmal den Wichtel im Karren. Ich habe das Gefühl, der Rentierhof war schwieriger. Oder? Gut, ich weiß jetzt nicht, was hier noch alles kommt. Das weiß man leider nie. Oh, warte. Zug, Zug, warte. Zug, warte. So, alles nochmal eben auffüllen. Ja, wie gesagt, das weiß man leider nie, was hier alles noch kommt. Aber ich habe gerade so das Gefühl, dass es gar nicht so schwierig ist. Aber es kommt ja auch echt immer drauf an, was für Aufgaben man hat. Also wenn die Aufgabe blöd ist, so wie zum Beispiel Paige trösten in der einen Folge, dann ist das schon echt blöd. So, dann steppen wir die nochmal im Wagen. Und solche Aufgaben wie jetzt, 8 Sekunden, also keine 8 Sekunden stillstehen, das geht dann noch, weil da kann man immer rumklicken. Da kommt man nicht wirklich in Stress, so. Weil man ja sowieso laufen muss, das war unlogisch, was ich
hier gemacht habe. Macht aber nichts. So, dann bekommst du den Rudi. Es wird immer unlogischer, wie ich hier laufe. Aber egal, Hauptsache ich laufe. Das ist das Wichtigste. So, jetzt läuft sie nämlich einmal da komplett rum. Aber passt schon. Oh, oh, sie wird schon wütend. Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt machen wir ganz schnell hier sauber. So, Combo, du möchtest bezahlen. Wisst ihr was? Wir kassieren mal eben kurz. Weil die drei sich jetzt wahrscheinlich relativ gleichzeitig entscheiden werden. Pferd im Karren, das im Karren. Dann nehme ich das auf dem Weg nochmal mit. Dann haben wir mit den beiden nämlich eine schöne Kombo. So. Einmal für dich, einmal für dich. So, bitteschön, nehmen den Ball nochmal mit und das Pferd im Karren. Bitte sehr. Diamant erreicht. Juhu. Das ist schön. Das ist schön. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen rumflitzen, oder? Rudi nicht vergessen. Den guten Rudi nicht vergessen. Und den Wichtel im Karren natürlich auch nicht vergessen. So, dann nochmal den Rudi einpacken und Wichtel auf dem Pferd mit zwei Rollen. Bitte schön. So, das ist dann für dich. Dann haben wir das hier und das Pferd im Karren. Wow. Jetzt war es gerade ein bisschen viel, aber hat alles noch funktioniert. So, schnell sauber machen. Dann die beiden Bälle für euch. Mary, gib Gas. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen, meine Liebe. So, dann sollten wir fix kassieren, hier aufräumen. Dann müssen wir auf jeden Fall den Zug beim nächsten Mal anhalten. Da kommen ja immer noch welche. Ich dachte, es wäre... Ah, jetzt ist es zu Ende. Okay, ich halte mal eben ganz fix den Zug an. So, so, so. Bälle. Ich möchte die Bälle. Genau, Bälle nicht vergessen. Rudi und Wasserfarbe. Wow, jetzt hat sie aber... Was? Was? Nee. Nee, Leute. Nein. Nein, 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 nein. 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 Was? Was? Wirklich jetzt? Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt es doch jetzt nicht. Wir machen das in dieser Folge noch, dann müssen wir uns beim nächsten Mal nicht nochmal durchquälen. Was? Was hat das denn jetzt? Ich habe doch nur aufgefüllt. Wisst ihr, ich habe nur aufgefüllt. Ich hätte nur noch kassieren müssen, oder? Oh, gemein. Gemein. Doof. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu oft geklickt. Das war so das Problem, dass sie deshalb so lange stehen geblieben ist. Boah, Mann, wir hatten den schon. Wir waren fertig. Alles war gut. Och, gemein, wirklich. Wirklich, wirklich gemein. So, keine unlogischen Wege machen. Oh, krass. Dann haben wir in dieser Folge echt nicht viel geschafft. Es tut mir leid, aber so ist es dann halt manchmal. Oh, doof. Echt doof. So, Winkel im... Nein, Winkel im Karren. Genau, mach den Winkel in den Karren rein. Oh, Gottchen. Wie blöde. So, dich hätte ich eigentlich noch warten lassen können, aber passt schon. Mann, voll ärgerlich. Voll ärgerlich. Ach, blöd. Blöd, dass ich dich habe warten lassen. Ich kassiere direkt. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, dann können wir hier nämlich ganz fix den Tisch abräumen. Dann bekommst du zweimal den Wichtel. Och, echt, ey. Das darf nicht wahr sein. Wir waren fertig. Naja, egal. Jetzt ist es eh zu spät. Ich reg mich jetzt auch nicht auf. Ich finde es nur ärgerlich. Und kann drüber lachen, wie doof es eigentlich ist. So, nochmal fix hier oben hin. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich diese wunderbaren, keine Ahnung, Briefe habe. Diese wunderbaren Rollen, keine Ahnung. Rudi, 1, 2, 3 mal plus das hier, das hier. So, dann kassiere ich, glaube ich, mal. Ich weiß nicht, wie lange du da noch brauchst. Rudi ist nicht da, das tut mir leid. So, jetzt schnell auffüllen. Füll den Rudi, genau, füll den Rudi nur kurz auf. Nicht, dass wir hier wieder in die... Mary? Mary, ich weiß nicht, was das sollte. Ich habe da jetzt nur einmal drauf geklickt, aber okay. Okay, okay, ich will ja nichts gesagt haben. So, das ist jetzt erstmal für dich. Wir kassieren, nehmen zweimal den Rudi hier oben mit und räumen dann hier unten auf. Das war echt doof. So, Rudi. Rudi, komm bitte. 1, 2, 3. Okay, es dauert ungefähr 3 Sekunden, bis sie da alles aufgefüllt hat. Ja, dann habe ich keinen Plan, wo gerade das Problem war. Aber gut. So, wir nehmen das mal eben kurz mit. Dann können wir die beiden nämlich hoffentlich noch zusammen machen. So, bitteschön. Dann räumen wir hier oben fix auf. Mal lauf, Mary, lauf. Bleib bloß nicht stehen. So, du bekommst den Wichtel auf dem Pferd plus den Rudi. Da müssen wir dann auch gleich mal wieder nachlegen. Rudi und Ball und Pferdchen im Karren. So, ja, ja, du bist gleich dran. Ja, ja, jetzt warte doch mal. Zeigen die schon mit dem Pfeil drauf. So nach dem Motto, hey, beeil dich mal.
So, 1, 2, 3. Ja, es dauert ungefähr 3 Sekunden. Warum hat das gerade nicht so funktioniert? Ich weiß es nicht. Bitteschön. 2-mal Ball für euch. Aber wir haben es ja gleich. Außer mir passiert das Ganze jetzt nochmal. Was natürlich richtig blöd ist. Ich gehe erstmal dahin. So, wer möchte noch? Du möchtest noch das hier. Und 2-mal das. Und dann das noch dazu. So, der Mann kommt jetzt auch zu bezahlen. Dann haben wir nämlich da eine schöne Kombo. Können hier ganz schnell aufräumen, nehmen dann den Wichtel mit und geben dir Ball und Wichtel. So, wie sieht es mit dir aus? Entscheidest du dich jetzt gleich? Egal, wir machen hier eine Kombo, räumen erstmal hier auf. Dann bekommst du Wichtel im Karren und nein, Wichtel auf Pferd. Ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert hat. Das funktioniert. Jo, sie hat 2 draufgepackt, das ist gut. So, wir kassieren auf jeden Fall. Dann bekommst du Pferd im Karren, bitteschön. Und dann muss ich gleich wieder auffüllen, falls der Rudi jetzt noch hier ein paar Mal über die Theke geht. Passt auf, machen wir so und so. Nicht, dass das wieder alles so ewig lange dauert. So, füll mal bitte alles auf. Alles auffüllen, alles auffüllen, alles auffüllen. Und dann schnell hier hin, Mary. Schnell hier hin. Hauptsache, du bewegst dich. So, sehr schön, dann gehen wir hier hin. Wir haben es gleich wieder geschafft, also alles gut. Das Problem ist, seht ihr, ich kann nirgendwo hinklicken. Oh, doch, kann ich. Ich dachte schon, Hilfe, ich kriege schon Panik, dass es wieder nicht klappt. So, dann das hier unten. So, dann nehmen wir den Ball mit, bitteschön. Dann räumen wir hier oben ganz schnell auf. Ihr zwei entscheidet euch. Du für den Wichtel und dann noch den Rudi, bitteschön. So, dann könnten wir jetzt eigentlich schon kassieren. Dann nehmen wir das und den Wichtel. So, ihr da oben bekommt den Rudi und das Pferdchen im Karren. Bitteschön. Und hier räumen wir auf. Alles klar, dann das Pferd im Karren. Mary, beeil dich. Leg einen Zahn zu. Komm, ich nehme das nochmal eben. Nicht, dass es hier wieder zu Komplikationen kommt. So, wir haben davon 5, davon 3. Das müsste doch noch reichen, oder? Ich will nicht wieder den Zug anhalten. Es ist ja nur noch sie. Sie ist die Einzige und sie möchte höchstens 2 Sachen, genau. So, dann haben wir es doch. Wow. Wow. Was für eine heftige Sache. So, komm, Oma, beeil dich. So, kassieren, aufräumen, sofern das noch nötig ist. Und dann haben wir es jetzt. Wow. Was für ein Chaos. Gut, Leute, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt in dieser Folge nicht ganz so viel Neues erreicht habe. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Aber mal schauen, wie die nächste Folge wird. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.